Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Lehmann, das war jetzt ja irgendwie Proseminar Jura erstes Semester. Ich glaube allerdings, dass Sie nicht verstanden haben, worum es geht. Es geht in dem Antrag nicht darum, wie viele Ausnahmeregelungen es gibt, sondern es geht in dem Antrag darum, einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu schaffen. Und das haben Sie jetzt allerdings aufgezeigt, den gibt es nicht. Und das soll geändert werden. Darum, Herr Lehmann, geht es. Das ist sozusagen der Kern der Frage. Und wenn Sie jetzt immer wieder erzählen, dass ja die Große Koalition auf Bundesebene nochmal das Arbeitsverbot senken will auf 9 Monate, heißt es, Herr Lehmann, das Arbeitsverbot bleibt weiter bestehen, für 3 Monate denn eben. Und Sie haben nicht erklärt, vielleicht macht es ja dann noch ein Kollege von der CDU, warum eigentlich 3 Monate? Warum braucht man überhaupt ein Arbeitsverbot? Das müssten Sie doch einfach mal erklären. Das tun Sie aber leider nicht. Und noch was. Ein Koalitionsvertrag legt Vorhaben fest. Ein Koalitionsvertrag und die Regelungen dort drin führen zu keiner Verbesserung. Es führt erst dann zu einer Verbesserung, wenn es ins Gesetzeslager gegossen ist. Das haben Sie weder hier, also Ihre Bundesregierung, noch an anderer Stelle getan. Von daher hat sich dieser Antrag natürlich auch nicht erledigt. So, und wenn wir mal von dem Arbeitsverbot weggehen, haben wir immer noch weitere Sondergesetze, nämlich den nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das hat die Kollegin Bayram eben schon mal erklärt, da brauche ich nicht drauf einzugehen. Was Sie jetzt wollen, und da, Herr Lehmann, hatte die SPD mal eine andere Position, was Sie jetzt wollt auf Bundesebene, also Ihre Bundesregierung und Ihre Koalition, ist, diese Sondergesetze auch auf keinen Fall anzufassen. Und wissen Sie, was das heißt, zusammengefasst? Das heißt immer, Arbeit zuerst für Deutsche. Wenn das Ihre Position ist, wissen Sie, mit wem Sie in einer Reihe stehen. Und diese Sondergesetze gehören abgeschafft. Wir brauchen einen gleichberechtigten Zugang. Und wir alle kennen die Realität der Flüchtlinge. Wir konnten sie die letzten Monate immer wieder in den Medien nachlesen. Wir kennen die Berichte der Flüchtlinge vom Oranienplatz und anderswo. Über Jahre sitzen sie in Unterkünften. Sie dürfen nicht arbeiten. Und diese Politik, Ihre Politik, macht diese Menschen überhaupt erst abhängig von staatlichen Leistungen, was Ihnen denn auch noch vorgeworfen wird von Ihrem Koalitionspartner. Und diese Flüchtlinge, auch das hat die Kollegin Bayram schon gesagt, sind relativ häufig junge, hochqualifizierte Menschen, die hier gerne arbeiten wollen. Und was machen Sie? Sie sorgen dafür, dass deren Kompetenzen, dass deren Qualifikationen verloren gehen. Sie betreiben Dequalifizierung von Hochqualifizierten und Sie trauen sich immer wieder zu sagen, wir haben aber einen Fachkräftemangel. Der Sinn von Sondergesetzen liegt ganz allein darin, Menschen auszugrenzen, Menschen zu zeigen, ihr seid nicht genauso viel wert wie andere. Der Sinn von Sondergesetzen liegt darin, Menschen, die hier leben wollen und eine Zukunft suchen, dies zu verwehren, ihnen zu verwehren, dass sie ein unabhängiges Leben aufbauen. Und die Senatorin Kollath hat versprochen, das Arbeitsverbot, sich dafür einzusetzen, dass das Arbeitsverbot abgeschafft wird. Die Kollegin Öker-Ratzewil hat gesagt, wir wollen kein Arbeitsverbot. Und Sie, Herr Lehmann, haben gesagt, von Ihnen aus kann das ja sofort fallen. Und wenn das Ihre Position ist, dann handeln Sie. Handeln Sie endlich und hören Sie auf, den Flüchtlingen das Blaue vom Himmel zu versprechen. Suchen Sie nach Lösungen. Stimmen Sie diesem Antrag zu. Wir hätten hier eine Mehrheit, wenn Ihr Koalitionspartner nicht macht. Damit könnte man eine entsprechende Bundesratsinitiative machen. Und Herr Lehmann, wie Sie schon gesagt haben, das Land Berlin steht nicht alleine. Weitere Bundesländer, nach Aussage der Senatorin, finden es auch richtig, wenn das Arbeitsverbot fällt.
dann sollten wir das doch alle gemeinsam machen, dass es fällt mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative. Berlin könnte mit gutem Beispiel vorangehen.